Cheerio, meine lieben Freunde, und willkommen zurück zu Poker Run. So, dies ist offiziell, eigentlich kann man sagen, die erste Folge der neuen Season. In der letzten Folge sind wir ja, beziehungsweise es war ja Folge 36, nochmal als letzten Part da. Oder 35, 36, 35? Auf jeden Fall war das noch aus Season 1, weil wir sind jetzt hierher gereist und wir haben gemerkt, man hat uns auf Level 5 zurückgestellt. Das bedeutet, all unsere Pokémon sind erst Level 5. Moves sind zwar noch da, aber guckt euch die... Wir können sie nicht... Also, deswegen ein leerer Raben, weil wir fangen heute komplett von vorne an. Wir müssen natürlich erstmal unsere Pokémon ablegen können. Ich hoffe, das ist hier irgendwo machbar. Ja, da oben ist ein PC. So, hallo. Gut, 10 Pokémon können wir drinnen halten. Das ist, eigentlich ist das ja bescheiden, ne, wenn man es mal so sagen will. So, da wir ein Pokémon ja übrig behalten müssen, lasse ich natürlich erstmal unser Glurak hier. So, wie upgrade ich denn meine Box? Für 1000, 10.000, ne? Okay, gut. Was für ein Scheiß, wenn man hier Boxen kauft. Ich glaube, ich stehe im Wald. Hallo? Nee. Hallo, du bist nicht von hier. Wie ist dein Name? Adamantios. Okay. Nun, ich muss dir entschuldigen. Ich hätte wahrscheinlich von dir hören sollen, hm? Aber der Weise ist, sometimes to stay informed what's going on in the world. Du kannst deine Eltern. Ein Cherry Grove, ja? Mr. Pokémon, klar. Mhm, ein Pokémon-Ei, ne? That'd be great. Oh, das ist schwer. Was nehmen wir denn jetzt mal? Ich bin gerade echt überfragt. Was nehme ich? Wir haben letztes Mal... Aber weißt du was? Wir haben letztes Mal Feuer-Pokémon genommen. Wir nehmen jetzt das Wasser-Pokémon. Ja. Mhm. Ja. Ich weiß, wo ich nicht muss. Klasse, Mann. Kanimani, hi. Dann Glurak, es war nett. Oh. Und ich finde mal, weil wir in das neue Reihe eintreten, wird es Zeit, uns auch mal ein bisschen umzuziehen, ne? Nee, was wir haben. Was können wir denn mal tragen, so als neu? Oh, hier. Badesuit. Nee. Boah, ist gerade schwer. Was trage ich denn mal? Was, wir nehmen das hier. Genau. Auch irgendwas nettes Headgear hier so. Weniger. Hier. Bäh. Nee. Wir laufen mal so rum. Wo sind meine Klamotten? Ach, habe ich das... Weil ich nicht Bestätigung gedrückt habe oder was? So, komm mit. Kanimani. Gehen wir los. Silver ist auch weg hier oben. Hey Clara, ich glaube, du bist wohl diejenige, die uns dann alles erklärt, war. Miss Frizzle. Das ist Miss Frizzle. Warum Miss Frizzle? Nein. Ach, Emma, ist das nicht die, wo wir dauernd irgendwelche Quests für irgendwas in ihrem Pokéball finden sollen oder so ein Kram? So. Haben wir denn eigentlich alle Items? Ja, ne? Ja, wir haben definitiv... Das heißt, wir können jetzt ordentlich Pokémon fangen. Ich habe vergessen, den Rahmen zu bauen. Haha! Mist. Also der Rahmen ist da, aber ich habe vergessen, das Pokémon einzufügen. Das machen wir doch jetzt mal kurz. Totodile. So. Und zwar ein wunderschönes, ein schönes, ne? Also ihr kennt das ja von mir. Sieht nur ein bisschen seltsam aus. Oh. Manche sehen echt schön aus, muss ich sagen. Jetzt wollte der das gerade falsch speichern hier. Da, 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 da. Da ist es. Hm, 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 hm.
Ah, unser armes Gulmanda natürlich. Aber es war ja eine schöne Reise gewesen, ne? Wir sind ja echt von Anfang an mit ihm zusammen gereist und am Ende sind wir sogar Champion geworden. So, Moment. Ich habe Kanimani. So. So. Tada! Da ist es. Dann gehen wir mal rein hier. Da, da. Hut, Hut. Was hast du denn? Scratch und Leo, okay. Dann können wir gleich mal gucken, ob wir ihm irgendwas nur bei Attacker beibringen können. Wir haben ja noch ein paar TMs. Zum Beispiel Cascade wäre doch bestimmt ganz gut, oder? Ich meine, Kanimanin sollte ja eigentlich ein physisches Pokémon sein. Ich meine, natürlich, meine Liebe zu Feuer-Pokémon hätte natürlich eigentlich Dings gewählt, Feuerriegel, aber ich dachte mir so, hey, mach mal was aus und weiß was anderes. Wir haben beim letzten Mal schon das Feuer-Pokémon genommen. So, Kanimani, wo bist du denn? Da, du bist doch physisch, ne? Attack, ja. Wollte gerade sagen, du bist auch ein physisches Pokémon. Dann würde ich ihm nämlich hier Dings beibringen. Kaskade. Dann hat er nämlich zum Beispiel da schon mal ein Move. Move. Ja, das reicht doch noch erstmal. So, Ines. Ah, ne. Please raid. Ratfratz. Los, Kaskadenattacke. Naja, macht ein bisschen mehr Schaden als Kratzer. Da, 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 da. Oh, da denkst du, dass das auch Level 4 ist, ne? Erstmal dürfen wir uns gleich Trinks kaufen, Tränke und so kaufen. Oh, hallo. Danke für die Pokebälle. Aber ich bin jetzt nicht so scharf, mir einen Hut oder ein Dings zu fangen. Radfratz. Das ist nicht so mein Ding. Ach, wir haben sogar Akku-Kamera gelernt. Tschö. Oh nein. Unser Pokémon ist wieder höher, als wir es sind vom Level. Wie kann ich nur? Achso, wir haben ja trotzdem noch unser Reit. Ich wollte gerade sagen, wir haben ja trotzdem noch unser Reit hier. Das ist Samantha. Alpha Mepha. Gab es nicht auch mal Höhlen irgendwo? Jetzt brauchen wir natürlich das Pokémon. Hallo Hut. Hier gab es doch irgendwo eine Höhle oder so, wo man auch Pokémon fangen konnte. Apropos, wir können mal kurz gucken. Ja gut, alle Pokémon hier kennen wir. Apricontee. Ein Apricontee, genau. Klar. Ich habe noch keine Box. Die kriegen wir auch erst von Mr. Pokémon gleich. So, das war Radfratz. Huch! Was? Wo kommst du denn her? Wir sind Level Up. Ding, ding. Oh, du bist ja fast am Ende. Nun, ich bringe ja am besten zum Pokémon Center. Oh, hopp, hopp. Das Verletzte, was ist mit ihm passiert? Warum ist das denn so verletzt? Hi. Mensch, was ist denn mit dir passiert? Hallo. Du hast ein verletztes, Hoppip, wie heißt das nochmal auf Deutsch? Ich hab's heute aber auch mit dem Kram. Hoppip, das ist doch. Ich hab keine Ahnung gerade mehr. Dankeschön. Mhm. Das scheint es ihm. Oh. Ach so, sind wir dann wahrscheinlich hier in dem, dieses Dings zur, dieses Level, das wir hier in dieser Pokémon Center ansehen. So. Sorry, aber ich möchte dich, also auch wenn du süß bist und so, nee, dich will ich nicht im Team.
Außerdem haben wir wieder mal einen Chest, eine Kiste gekriegt, weil wir ein Level geupt sind. Und es ist Quickball, Pokégold und Elixier. Gut. Hallo. Ich würde sagen, wir kaufen uns jetzt erstmal ein paar Tränke, weil ich will jetzt nicht Full Restores für Dings ausgeben. Kani Money. Hi. So, hier. Pop, 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 pop. Pop, pop, pop. 10. So. Da stand gerade, wir konnten uns noch ein Level up. Schön. Da stand gerade, wir konnten uns keine weitere Slot leisten in der Box, für, weil das 10.000 kostet. Aber wir haben gerade 29.000. Hä? Oh Gott. Feuerriegel. Ich ziehe mir kein Kostüm an, verdammt. So, weiter geht's. Was gibt's denn hier für Pokémon? Ja, Safkor. Ja, die gibt's hier wahrscheinlich zum Angeln und so weiter, ne? Ich glaube, ich würde mir sogar tatsächlich diesmal einen Weberack fangen. Weiß nicht warum, also ich hätte auch schon Bock drauf, einen Weberack und dann Ariados zu haben. Wer hätte auf jeden Fall was. Hätte auf jeden Fall etwas. Mal gucken, ob wir es treffen. Jetzt haben wir erstmal dazu Mr. Pokémon. Was haben wir hier? Ein Antidot. Das ist immer gut. Mr. Tree. Geben Sie mal bitte eine. Yes. Ja, okay. Dun, 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 dun. So. Was habe ich gekriegt? Ein Green. Was hat er aus dem Green nochmal? Das war ein Nestball, ne? Also Green Apricorn, also Apricorn Green und Nestball. Hallo Hutut. Ich habe Hutut damals schon nicht gemocht, muss ich ganz ehrlich sagen. Als die zweite Generation rausgekommen ist, ich habe Hutut damals schon nicht gemocht. Und das war ja auch einer der Fehler überhaupt, auch das mit Schwalbini damals. Das Standard-Flug-Pokémon halt, also das Signature-Flug-Pokémon der Generation, nur mit zwei Entwicklungen irgendwie zu sich besehen. Das war mal so, nee, warum? So, wir sind beide Level, guck mal, wir sind beide Level 7. Das heißt, du kannst deine volle Stärke auskosten. Oh, Hut, Hut. Geh weg. Hallo, Radfratz. Dam, 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 dam. Ba, 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 ba. Was? Rage. Hier für Scratch. Ich meine, es ist gut, wir nutzen es ganz gut zum Aufleveln von Kanimani, aber. Kannst du nicht Weberack bringen, wenn du mir schon Pokémon in den Kopf schmeißt? Natürlich nicht. Bams! Wir werden ja gleich die zu. Oh, und dann muss ich ja Dings noch raussuchen. Die Musik für Silver. Nice. Phantom Seducer, what? Hallo? Ja. Ein mysteriöses Ei. Hallo, Professor Eich. Hi. Oh, ihr kennt euch bereits Kanto? Nun. No. Klar. Ich wollte gerade sagen, wenn er jetzt irgendwie Text kommt, ey, ja, natürlich das erste Mal zu sehen. Wäre ein bisschen fail gewesen. Der hat mich nicht geheilt. Boah, was für eine Sau. Pokégold, TM56 und ein Diveball, ein Tauchball. Falsche Seite. Dun, 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 dun.
Pink, ein Heilball. Okay, wollen wir mal kurz gucken. TM 56. Fling schon wieder. Schleuder. Was hat er denn mit Schleuder die ganze Zeit? So, Buff. Tschüss. Kann ich das Ei behalten? Wäre mal ganz toll, mit so einem Eimer rumzueiern. So, nochmal. Bam. Tschüss, Hutut. Febarak, hallo. Dam, dam, dam. Und Level 9 sind wir. Also, Kalimani ist Level 9. Oh, wir können schon mit euch da oben uns kloppen. Okay. Ich spaß mir aber noch auf. Vielleicht treffen wir unterwegs ja doch nur mal ein nettes Weberack. So, erstmal heilen. Hallo. Ja, bitte einmal Kanimani heilen. Dim, 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 dim. Tschüss. So, muss ich die Musik leiser stellen? Moment, ich mache mal die Musik aus. Ich weiß nicht, ob da jetzt Kampfmusik, also ich weiß nicht, wie die Kampfmusik sein wird. Now it's time for you to do. Larry. Was? Wer seid ihr? No, wer? What about the fooling around? Das. Achso, ich wollte sagen. Phantom Seducer ist es. Mal ganz kurz gucken, ob die Musik wieder eine ganz normale Kampfmusik ist. Warte, das ist ganz leise. Ja, ist es leider. Wieder mal ganz normale Kampfmusik, das heißt, ich werde hier wieder Musik einpflegen. Und zwar natürlich die von Silver, ne? Bam! Wie gut ist das, noch kein Ranken hier in den Kram kann, ne? Was war das denn? Das bleibt so, wow, wow, wow. So. Das war's, ne? Ja, yep. Gut, wir können die Musik wieder anmachen. War halt kurz. War ja auch der erste Kampf, ne? So. Was? Wie? Das war unfair. Aber warte mal. Bye, guys. Warte. Wie ist es, wenn du kommst mit mir? Aber... Komm mit mir. Okay. Viel Spaß, ihr beiden. So. Duplicate, haben wir 50. Ich wollte gerade sagen, die tragen wir sogar gerade. Ich sehe nichts. Na, wie gesagt, da werde ich Musik einfügen. Weil wäre sonst doof. Ich meine, das ist der Kampf gegen Silver. Da muss man schon seine fetzige Musik haben. Oh, da unten ist Galileo Mystery. Sie untersuchen das Pokémon-Game. So. So. Hallo. Hi. Ah, ein Pokémon wurde gestohlen, ne? Hey, du bist das Element. Was tust du hier? Fangen und trainieren, hm? May not describe the thief. Ja. Haben wir schon getroffen. Yep. What? Du hast gegen ihn gekämpft? Okay. So, okay. Hm. Tschüss. Als wenn du je irgendwas hinbekommen würdest, ey.
Nun. Ja. Schade, ich hab gedacht, vielleicht kann ich ja noch eins mitnehmen. Ich nehme mir Feuerriegel noch mit. Habe ich mir verdient. Nach der Aufgabe. So, dann geht's für uns ja wohl mal weiter, ne? Richtung Violet City. Viola City. Das ist Flug-Pokémon. Da wäre natürlich Weberak jetzt nicht das Beste. Kann ich abhauen? Nein, natürlich nicht. Hypnose, auch schön. Nö. Leck mich. Da schmeißt das Vieh mir nur den Hypnose an den Kopf. Ich glaube, es hackt. Bin nochmal enttäuscht, dass ich noch keinen Weberak gefunden habe. Level 91. Das ist echt Wahnsinn, ey. Ich hatte mich schon gefragt, wie regeln die das denn, wenn man jetzt hier in diese neue Region kommt? Wie machen die das? Die können uns ja schlecht sagen, ja, hier gibt es eine Pokémon her. Nein! Da machen sie einen selbst auf Level 5 runter wieder. Sodass die Pokémon natürlich nicht genutzt werden können, beziehungsweise sie können schon genutzt werden. Haben aber nur halt mal die Stärke nur, als wenn sie Level 5 wären. Ist natürlich das genau das gleiche. Also die wären trotzdem stark wie sonst. Also ich meine, das sind unsere Champion-Pokémon gewesen. Naja. Weiter geht's. Wir können auch hier eigentlich auch schon surfen, ne? Da wo Nora drin ist. Nein! Wir können auch nicht surfen mehr. Boah. Haben uns alle Privilegien hier genommen. Wir dürfen gar nichts mehr. So. Und dann kämpfen wir mal als erstes gegen unseren Joey. Ich hätte ja kein Problem damit, wenn man jetzt durchs Dings gehen muss, aber würde ich mir was anderes treffen als Radfratz und Huthut. Ich will ein anderes Pokémon, Mann. Ist das euer Ernst? So. Gib mir doch mal bitte Weberak. Ich möchte mir gerne einen Weberak fangen. So, da ist er. Hey, Joey. Hey, you. Ratatatata. Ratatata. Oh, wir haben ein Geschenk bekommen. Wasserfall. Boah. Mein Pokémon hat geschummelt. Aha, kann man teilweise sehen. Ich habe auch eine VM benutzt. TM71. Was ist denn TM71? TMHM. Hallo, wie sind? Stone. Oh, was? Geil. Stone Edge. Das ist Steinkante. Ernst. Aquaknarre. Level 2 Taubsi. Taubsi würde ich mir sogar auch fangen, diesmal muss ich offen sagen. Wäre ein netter Ersatz. Bams. Oh, okay, gegen Radfahrt hat es nicht gerettet. Der Level 4, ne? Ba, 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 ba. So, tschüss. Du wird Rundfahrt. Ja, Level up. Wieder einmal. Und das heißt, wir kriegen wieder ein Geschenk. Und es ist halt Spiel ab. Und TM73, okay. Das sah mir eindeutig nach einer Elektroattacke aus. TM. Oh, Moment. Ich könnte doch so machen. Warum nicht? TM73. Donnerwelle. Okay. Komm schon, Weberak. Ja! Och, Level 2, ist das dein Ernst? Hallo, Don. Bucketcher Don. So, Name. Wasserfall. Tschüss. Raupi. Raupi. Noch ein Raupi. Wasserfall. Bam. You're strong. I know. Moment. Okay, gut. Wer hätte ja sein können.
Route 31. Ja gut, Leute, ich würde mal sagen, ich beende die Part mal für heute hier. Ich werde jetzt einfach mal gucken, dass ich hier ein... Gibt es ja nicht... Gibt es ja auch Dingsbums? Warte mal. Hier gibt es auch Weberak. Ja, ich werde versuchen, mal einen Weberak zu fangen, was nicht so massiv schwach ist. Wäre super, wenn ihr ein paar bewerten könntet. Denkt auch an den roten Kopf der Pokémon-Meister. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Ciao, ciao.